So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute möchte ich mal ein Video machen über das Thema Abtreibung, Abtreibung aus spiritueller Sicht. Doch bevor ich zum Hauptthema des Videos komme, möchte ich nochmal so einen kurzen Überblick machen und erklären, was gerade so Stand der Dinge ist, was gerade so mit meinem Kanal ist. Ja, also die Abonnentenzahl wächst so schnell wie noch nie. Das ist super. Ich bin da euch sehr, sehr dankbar. Nochmal vielen Dank. Auch vielen Dank an die Göttlichkeit, an das Universum, an Gott, dass es jetzt so erfolgreich läuft mit meinem Kanal. Ja. Und ja, das ist natürlich eine super Sache, muss ich sagen. Und da werde ich natürlich weitermachen. Es ist einfach so, es zahlt sich halt aus, wenn man halt viel in den Kanal investiert und überlegt, was macht man für Videos und sich da auch Zeit nimmt. Ja, das mal soweit. Ja, wie gesagt, und ich werde den Kanal halt hauptsächlich spirituell ausrichten, wobei natürlich die Themen wie Jobcenter, Arbeit natürlich immer wieder Thema sein wird und natürlich auch spezielle Videos, wie zum Beispiel das mit Dieter Degowski oder das mit Susanne Krieger-Langer. Da gibt es jetzt auch nochmal Neuigkeiten zum Thema Susanne Krieger-Langer. Das neue Video von mir, also Stopp Susanne Krieger-Langer, Psychopathen, Feindbilder, Hetze, das ist plötzlich verschwunden, komischerweise. Und ich habe dafür nur eine Erklärung, dass die Frau Langer bzw. Anhänger von ihr das Video gemeldet haben, ja, obwohl eigentlich da keine Beleidigungen waren, keine persönlichen Angriffe und das ist auch, was ich sage, nichts im Vergleich ist zu dem, was sie an Sachen verbreitet, was man schon als Volksverhetzung bezeichnen kann. Ich halte mich immer an die Meinungsfreiheit und im Rahmen der Meinungsfreiheit möchte ich meine Meinungsäußerung kundtun und das ist mein gutes Recht, da kann mich keiner kritisieren, ich beleidige niemanden und ich greife auch niemanden an. Ja? Und ja, von dem her, wie gesagt, bin ich gespannt, ob das Video wieder auftaucht. Ja? Ihr werdet auf jeden Fall an dem heißen Thema auf jeden Fall dranbleiben, weil das wirklich Aufrufzahlen natürlich gegeben hat, also ohne Ende und auf jeden Fall, das ist natürlich schon also Sache, wo viele interessiert. Ihr ruft dann nochmal alle auch Opfer von der Frau, von der Susanne Krieger-Langer auf, hierher zu kommen, kommentieren, unterstützt meinen Kanal, da kann man eine Front gegen die Frau aufbauen, ja, ich kann dann bessere Videos machen und dann können wir da Feuer auf YouTube entzünden, wie es YouTube noch nie gesehen hat, ja. Werde ich aber nochmal ein extra Video machen, also gut, das ist mal soweit mit dem Kanal. Also Kanal läuft super, Abonnentenzahl wächst, also wunderbar, danke euch nochmal alle. Ja, okay, dann kommen wir mal zum Thema Abtreibung. Also bei Facebook hat mir jemand angeschrieben und wollte, dass ich das Thema mal bespreche. Abtreibung aus spiritueller Sicht, eigentlich ganz klar, braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen, ist schlecht, Abtreibung natürlich, weil es in Spiritualität geht es ja immer um den Schutz des Lebens, um die Achtung von allem Leben, ja. Deswegen auch zum Beispiel sind viele Spirituelle zum Beispiel vegan oder verzichten weitgehend auf Fleisch, ja, weil auch ein Tier Empfindungen hat, ja, auch wenn es ein niedriges Bewusstsein hat. Und genauso ist es auch mit dem Embryo. Man weiß einfach, dass wenn man das Embryo abtreibt, also das ist ja meistens so, dass man das erst zerstückelt und absaugt. Und wenn dann dieses Gerät kommt und den Embryo töten will in den Mutterleib, dann, dass der Embryo dann zum Zappeln, zum Zittern anfängt, also jedenfalls Angstreaktionen zeigt. Ja, diese Angst manifestiert sich im Gesamtbewusstsein, erzeugt schlechtes Karma, das schlechte Karma fällt wieder auf denjenigen, der abtreibt und diejenige, die abtreibt, zurück. Ja. Und ich weiß von vielen Frauen, die abgetrieben haben, dass es ihnen kein Glück gebracht hat. Ja. Ich kenne selber noch Frauen und ich habe auch viele Frauen kennengelernt, die abgetrieben haben. Es hat ihnen kein Glück gebracht. Die haben schwerste psychische Probleme, sind immer wieder in der Psychiatrie gelandet. Also das Abtreibung muss ich sagen, ohne zu verurteilen. Also es geht nicht darum, irgendjemand zu sagen, du darfst es nicht oder das ist, ja, da hörst du bestraft. Es geht auch nicht um Bestrafung, ja, sondern es geht mir nur darum zu sagen, wenn jemand mich fragt, ich rate ab. Ganz einfach, ja. Ich rate ab, um das geht es. Ja, da sind sich alle Religionen eigentlich auch einig, ja. Also sei es Christentum, Islam, Buddhismus ist sogar noch extremer. Der Buddhismus sagt sogar, dass sogar Fliege soll man nicht mal töten. Also die Wahrung, die Achtung vor Leben ist sehr stark in allen Religionen und spirituellen Systemen. Ja, und
Auf jeden Fall, also ich rat ab, ja gut, ich bin jetzt ein Mann, ja, vielleicht nicht unbedingt jetzt ausreichend kompetent, vielleicht auch um die Frage zu beantworten. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist ja ein Mann, der kann sich doch gar nicht reinfühlen, eine Frau, dann empfehle ich euch, dass ihr vielleicht einmal diese Frage weitergibt, zum Beispiel an Spirit Balance, die ist zum Beispiel sehr spirituell hier auf YouTube, oder an die YouTuberin Anatom, Anatom heißt der Kanal, ja. Also, dass die Frauen mal fragt, was sie davon halten, von Abtreibung, und ja, und dann kommen dann vielleicht noch ein paar andere Ansichten, das kann natürlich sein, also wie gesagt, aber auf jeden Fall, Abtreibung ist ein massiver Eingriff, ein physischer Eingriff, ein Eingriff der Gewalt, und das ist etwas, was meistens immer nur negative Früchte hervorbringt, ja. Also das, was schon da war an Göttlichkeit, das oder das, was kommt von Göttlichkeit, sollte man erstmal versuchen, Liebe anzunehmen, zu schauen, was ist der Nutzen daraus, und ja, wie kann ich damit arbeiten, ja, und dass man das mal mit Liebe annimmt, versucht, andere Wege zu finden. Ja, zum Beispiel, es gibt ja die Babyklappe, zum Beispiel, ja, dass man dieses Kind bei der Babyklappe abgibt. Natürlich, jetzt, wenn jemand sagt, ja, wie ist bei Vergewaltigung, ja, also das ist auch so eine Sache, sicher, nur 3% sind also Frauen, die abtreiben, wo vergewaltigt worden sind. Die meisten machen sie aus der sozialen Not. Und auch na gut, bei der Abtreibung, ich kann nicht dazu auffordern, ich kann nicht sagen, mach's dann, dann ist es richtig, dass du es abtreibst. Nein, die Frage muss anders gestellt werden. Es muss die Frage gestellt werden, was hat zur Abtreibung geführt? Was hat zur Vergewaltigung, Entschuldigung, was hat zur Vergewaltigung geführt? Warum bin ich mit diesem, warum trat der Vergewaltiger in mein Leben? Ja, was ist das, was will mir das Universum damit sagen? Wie stehe ich im karmischen Zusammenhang mit dem Vergewaltiger? Und ich kann dir sagen, jetzt nicht nur bei Vergewaltigung, auch bei Mord und bei anderen Opfern, die Opfer sind immer mit den Tätern stehen in einem karmischen Zusammenhang. Also die Täter waren mal Opfer und die Opfer werden zu Tätern. Ja. Das ist deswegen so, damit man mit der Tat und so weiter konfrontiert wird im Leben. Und dann gilt es, die richtige Entscheidung zu treffen, um das Karma wieder aufzulösen, und das heißt Vergebung. Ja. Auch sich selber vergeben, dem anderen vergeben und dadurch frei zu werden und dadurch das Karma aufzulösen. Weil alles, was passiert in der Spiritualität, hat einen Sinn, ja, will einem etwas lernen, und es gibt in der Spiritualität keine Zufälle. Ja. Das ist der Punkt. Es gibt keine Zufälle, ja. Und Spiritualität ist auch nicht, dass es irgendwas, wo man sagt, hey, Feindbild, das Feindbild muss bekämpft werden, der ist böse, der hat mir jetzt was angetan, jetzt muss ich mich da rächen oder loslegen und agieren. Das ist einfach nicht spirituell. Also der spirituelle Mensch geht immer nach innen, schaut, wo ist bei mir der Fehler, wo kann ich bei mir arbeiten. Man sucht nicht den Feind im Äußeren, ja. Also das einfach mal meine spirituelle Ansicht zum Thema Abtreibung. Ja, also ich hoffe, euch hat es geholfen, ihr konntet damit was anfangen. Wie gesagt, es gibt ja noch spirituelle Frauen, die kann man auch fragen. Es gibt zum Beispiel auch Frauen, die schon abgetrieben haben und dann davor warnen, zum Beispiel der Verein Rachel, ja, das sind zum Beispiel Lebensschützer. Ehrlich gesagt, es geht nicht um zu verurteilen, es geht mir auch gar nicht um zu bestrafen, überhaupt nicht. Es geht nur darum, würde man mich jetzt fragen, sollte man abtreiben? Nein, such andere Lösungen. Töten ist immer die letzte, die schlechteste Wahl. Und ja, das ist einfach die spirituelle Sichtweise, so wie ich sie wiedergeben kann. Jemand, also ich bin sehr spirituell, ich beschäftige mich viel mit Spiritualität. Ich war früher auch christlich, kann man sagen, jetzt eben sehr spirituell, ich lese viel, ich sehe viel, und das sind auch meine Erfahrungen und auch meine Logik, was mir das sagt. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, teilt das Video, abonniert meinen Kanal und sorgt dafür, dass ich mit meinem Kanal noch mehr Menschen erreichen kann, das Bewusstsein von Menschen erweitern kann. Das hilft mir einfach sehr, wenn ich Abonnenten habe, wenn die meine Videos geteilt werden, geliked werden, etc. Somit kann ich die Botschaft, die göttliche Botschaft, einfach noch viel besser verbreiten. Okay, das war's mal soweit. Dann wünsche ich euch noch schon einen guten Tag, schönen Tag, Entschuldigung, und macht es gut und ganz viel Licht und Liebe. Bis bald.